Wir sind bei Nässe gefahren, wir sind gegen den Wind gefahren, wir sind mit dem Wind gefahren. Und nur aktuellen Verbrauch von 90 Kilowattstunden. Das ist unbeschreiblich, also Achterbahnfahren macht so die gleiche. Das ist ja jetzt wirklich kein Wohnwagen, das ist ja wirklich eine fahrende Schrankwand, wo völlig ohne Geräusche. Wir haben den Hänger dran, wir fahren ganz normal. Ich bin das erste Mal Elektroauto gefahren, genau. Und gleich mit Anhänger. Elektrofahrzeuge können kein Hering vom Teller ziehen, heißt es immer wieder. Und deshalb machen wir heute den Alltagstest mit dem Skoda Enyaq. Aber Alltagstest bedeutet halt, wir haben heute mal einen Anhänger hinten dran. Richtig, ihr seht richtig, es ist ein Imbiss-Anhänger, eine Tonne schwer mit Einbauten und das Ganze bei um die 0 Grad herum. Wir haben zwar Sonnenschein, aber der Wind weht einen echt kalt hier um die Nase. Die Bedingungen sind also maximal ungünstig. Das hilft mir aber sehr, denn ich möchte mal zeigen, wie gut Elektromobilität tatsächlich funktioniert. Selbst mit so einem großen Anhänger, der im Wind steht, wie eine Schrankwand. Und wenn euch interessiert, wie weit der Enyaq mit seiner nutzbaren Batteriekapazität von 77 Kilowattstunden tatsächlich mit so einem Ungetüm hinten dran kommt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. So, jetzt im Enyaq und ausnahmsweise mal auf dem Beifahrersitz, weil ich habe nicht den nötigen Führerschein. Bei mir ist aber mein Kumpel und Kollege Jim Knopf. Nennen wir dich einfach mal, oder? Hallo, Jim. Du hast den nötigen Führerschein, ist auch dein Anhänger. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen mal sachte an. Wir fahren erstmal auf der Landstraße und gucken mal, wo gehen die Verbräuche hin. Der Wagen hat jetzt, ich werde es mal zeigen, parallel mit einer anderen Kamera. Der Wagen hat jetzt 81%, zeigt eine Reichweite an von 245 Kilometern. Ich will ja ganz gerne einfach mal so deine Eindrücke, wie ist das denn so mit dem Anhänger zu fahren, mit dem Enyaq? Du fährst noch kein Elektroauto. Genau. Und bist da noch ein bisschen, kann man ja ruhig sagen, skeptisch. Aber so die ersten Fahreindrücke waren dann doch schon überraschend. Und ja, ich würde sagen, leg einfach mal los. Wir haben 245 Kilometer. Der Enyaq hat vorher einen Verbrauch gehabt von 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Wie gesagt, wir haben es jetzt 2,5 Grad hier in der Sonne, wo wir draußen stehen. Ansonsten hatten wir so immer so um die 0 bis 1 Grad gerade draußen. Und es ist gut windig. Wie ist der Unterschied zu deinem Diesel hast du sonst, ne? Sonst ist es ein Diesel, genau, ein 2 Liter Turbo-Diesel. Der Unterschied ist tatsächlich schon jetzt merkbar. Das Auto fährt, als wenn nichts dran wäre. Ne? Also man hat keine Motorgeräusche, man hat diese Last, die eigentlich hinten dran hängt, die hört man nicht. Man hat auch nicht das Gefühl, als wenn überhaupt irgendwas hinten dran hängt. Das Einzige, was einem bewusst macht, dass was da ist, dass wenn man in den Spiegel guckt und gleichzeitig das Leichte mitwippen. Ja. Aber ansonsten ist momentan gerade das Gefühl tatsächlich unverändert. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, wenn das Auto irgendwie an Leistung verloren hat, der fährt genauso wie vorher. Klar ist er nicht so schnell im Anfahren. Nicht so spritzig, ja. Genau, das war positiv überrascht. Also im Vergleich zu dem Diesel ist es tatsächlich ein ganz anderes Fahrgefühl, eine ganz andere Zugleistung. Also wie gesagt, das ist echt positives Feedback von meiner Seite. Ich war ja immer etwas skeptisch der ganzen Sache gegenüber, weil mit so einem Diesel, da weiß ich, was mir passiert. Bei so einem Elektroauto und so einem Hänger hinten dran bin ich mir da wieder nicht so sicher. Jetzt gerade eben, muss ich sagen, macht es absolut Spaß, damit zu fahren. Und ihr seht ja, ne, wir haben den Hänger dran, wir fahren ganz normal. Also es könnte jetzt auch... Du musst dir keine Gedanken machen, so da hinten, hinterm Zenit kommt gerade noch ein Auto, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Genau. Ne? Richtig. Also momentan überzeugt es sehr. Wäre das jetzt ein Verbrennermotor, würden wir hier drinnen wirklich merken, dass wir was am Anhänger... Weil er dann einfach mehr gegenkämpft? Genau, weil er gegenkämpft. Also man muss ja dazu sagen, ne, das ist ja jetzt wirklich kein Wohnwagen. Das ist ja wirklich eine fahrende Schrankwand. Das ist ja nichts. Das ist ein Imbiss-Anhänger. Ne? Da sind ja Einbauten drin.
Und also der belastet ja wirklich den Enyaq aufs Maximum, also das Maximum, was er kann. Wie fährst du mit da oder wo fährst du hauptsächlich mit diesem Inbiss-Anhänger lang? Fährst du hauptsächlich Landstraße oder Autobahn? Also für gewöhnlich ist es immer eine Mischung zwischen Landstraße und Autobahn. Da der Inbisswagen oftmals nach Berlin geht, ist es dann auch genau die Strecke, die du heute gefahren bist. Mhm. Und da liegt der Verbrauch bei einem Benziner, um es einfach mal als Vergleich zu sehen, ungefähr bei 11, 12, je nachdem, wie die Windverhältnisse sind, auch mal 13, 14 Liter. Mhm. Und der Benziner würde im Vergleich dazu was verbrauchen normalerweise? Normalerweise wäre ich bei 6 Liter, 6,5. Also kann man schon sagen, ein bisschen mehr als das Doppelte. Genau. Damit man mal so ein bisschen die Werte verfolgen kann, wenn du jetzt beschleunigst so leicht, dann geht natürlich hier die Anzeige hoch auf einen aktuellen Verbrauch von 90 Kilowattstunden. Das ist natürlich ganz klar. Das ist genauso, wenn ihr einen Ampelsprint macht oder so etwas, dann hast du natürlich einmal kurz wirklich eine Peakleistung da drin. Das ist natürlich jetzt nicht aussagekräftig. Wir müssen natürlich eine Weile fahren, um zu gucken, wie da der insgesamt der Verbrauch ist. Wir müssen jetzt auch dazu sagen, es ist heute relativ windig, sieht man zwar nicht, aber man merkt es, ne? Frontwind und man merkt es auch, wie es so ein bisschen an uns zottelt. Aber wir fahren ganz genauso wie unsere Autos vor uns, vom Zug her wunderbar. Geht absolut flüssig, leicht voran. Wie gesagt, das ist bis 80 km/h ist der Hänger kaum spürbar und ab 80 ist dann halt genau das gleiche Fahrverhalten wie das, was bei einem Benziner auch zu merken wäre. Dass er dann halt anfängt zu wippen, oder? Dann fängt er an zu wippen. Weil es ein Einachser ist. Weil es ein Einachser ist und das einfach der Schwerpunkt vom Auto und von der Hängerkupplung halt ein leichtes Wippvermögen hat. Aber auch das ist völlig normal und die Fahreigenschaften sind jetzt absolut das Gleiche. Obwohl ich sagen muss, man merkt den Akku, dass die Verteilung von dem Gewicht des Autos eher positiv ist. So gerade ein bisschen komisch, ne? Der Tempomat, immer wenn hier 70 erlaubt ist, ist er bei 70 und wenn 100 erlaubt ist, springt er mal hoch auf 100. Dann musst du immer runterdrücken, ja. Weil du darfst ja nicht schneller fahren als 80 mit dem Anhänger. Aber dann fiel uns ja ein, wir haben eine Einstellung vergessen und die zeigen wir euch jetzt mal. Und zwar hat man hier in dem Assistenzmenü vom Enyaq folgende Möglichkeit. Man kann hier auf die Schilder tippen und dann kann man Anhänger berücksichtigen, den Haken setzen und dann kann man sagen, welche Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger maximal gefahren werden soll. Wir sind gerade in so einen Ort reingefahren. Du fährst jetzt ja nur über den Travel Assist und der hat ja jetzt, vorher sind wir 80 gefahren, hat er am Ortseingangsschild auf 50 runtergebremst, dann kam die Schikane und dann kam 30. Wie war das jetzt mit Anhänger für dich, wenn er so automatisch abbremst und dann auch diese Schikane in so einen Ort reinfahren? Also die würde ich persönlich sensibler nehmen. Ich habe es jetzt einfach mal zugelassen, um zu gucken, was passiert. Ich habe es an dem Gesicht gesehen. Das Füßchen war kurz vor der Bremse, um einzugreifen. Also du sagst beim Travel, also das Gefühl ist so ein bisschen beim Travel Assist, ist der Hänger nicht berücksichtigt beim Abbremsen bei den? Also ich finde, dass der Hänger je nach Gewichtung, also für so einen normalen Pkw-Hänger von 750 Kilo, glaube ich, wäre die Situation völlig in Ordnung. Aber wenn so eine Tonne von hinten schiebt, auch Auflauf gebremst und er dann in der Schikane die Bremsung so vornimmt, ist das erstmal ein unangenehmes Gefühl, wo ich das Gefühl auch habe, das könnte sensibler sein, das könnte, wenn der Hänger dranhängt. Da musst du selber bremsen, ne? Die Ampel kann er noch nicht. Ich sag's bloß lieber vorher, bevor wir rüberrauschen, genau. Und sagen, Grüße. Genau, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja. Es ist, ich finde du persönlich hättest es sensibler genommen. Ich hätte es sensibler genommen, weil man muss einfach davon ausgehen, das ist schon ein Gewicht, was da hinten dran hängt und das schiebt halt auch, ne? Und wenn dann so eine Schikane kommt, ja, hofft man, dass alles festgebunden ist? Deswegen wollte ich dich gerade fragen, weil ich habe es gerade an deinem Gesicht gesehen, das war gerade so ein bisschen angespannt. Ja. Du kicherst ja ganz schön. War lustig gerade, oder? War eine Erfahrung wert, muss man sagen. Wir sind jetzt 100 Kilometer gefahren. Erzähl mal deine Erfahrung. Also auch gerade eben jetzt hier durch die Stadt und so. Normalerweise ist ja so, wenn du so einen großen Anhänger, so eine Tonne da hinten dran ziehst, dann geht es ja einher mit Motorgeräuschen, oder?
das Auto, der Hänger, alle standen da und guckten völlig entsetzt. Und es rollt nahezu lautlos an. Wo völlig ohne Geräusche das Auto mit diesem riesen Anhänger quer durch diese Passage da fuhr. Und das waren einfach unbezahlbare Blicke, muss man so sagen. Ich zeig's euch mal. Wir laden jetzt. Der Anhänger steht da drüben. Leider sind die Ladestationen hier noch nicht so anhängerfreundlich, deswegen müssen wir einmal abkoppeln. Ne? Aber genau. Ich habe dir ja schon mal gezeigt, es gibt ja Ladestationen so an der Autobahn und so was. Kurz nochmal auf jeden Fall zur Erklärung. Wir sind jetzt 101 Kilometer gefahren, 2 Stunden haben wir gebraucht und haben einen Durchschnittsverbrauch von 50,8 Kilowattstunden. Das heißt, bei einer nutzbaren Batteriekapazität von 77 Kilowattstunden bedeutet das, man würde 150 Kilometer maximal kommen. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben hier wirklich das absolut Negativste. Ne? Wir haben um 0 Grad herum, wir haben, du hast es vorhin gesagt, einen Anhänger, der, es gibt wohl kaum einen, der eine schlechtere CE-Norm hat. Genau, das ist eigentlich, kann man sich vorstellen, das ist eine fahrende Schrankwand. Ja. Ihr seht es, der ist komplett eckig, der ist riesig. Sehr schwer, der hat seine Tonne. Und man merkt halt, ne, wenn man fährt, der Wind, der ist brachial, der kam von vorne. Wir haben wirklich alle Varianten durchgespielt. Wir sind mit dem Gerät gefahren, wir sind 80 gefahren, wir sind bei Nässe gefahren, wir sind gegen den Wind gefahren, wir sind mit dem Wind gefahren. Und für die ganzen Bedingungen war das eine echt gute. Und bevor ihr jetzt abschaltet, das Video ist jetzt hier noch nicht vorbei, ne? Nicht schon abschalten, weil wir sind jetzt ja 100 Kilometer über Land gefahren. 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück. Jetzt gehen wir laden jetzt und dann fahren wir nochmal 100 Kilometer auf der Autobahn. Und wie gesagt, sobald wir aufgeladen haben, dann geht's weiter und ich wünsche euch dabei weiterhin viel Spaß. Nachher machen wir noch ein Fazit. Wir werden schauen, was haben wir denn verbraucht auf der Landstraße, was haben wir verbraucht auf der Autobahn, was haben wir verbraucht in der Mischung, ne? Und dann werden wir ein Fazit ziehen, auch du als erfahrener Anhängerfahrer, was das dann für dich letztlich bedeutet, ne? Genau. Also dann. Bei einem normalen Auto hast du das Gefühl, da ist ein Hänger dran. Aber hier habe ich ja das Gefühl, ich fahre einen Transporter. Also als wenn der Hänger zum Auto gehört. Ne? Also nicht, dass der nochmal irgendwie angekoppelt ist, sondern... Wie so ein Gelenkbus sozusagen. Wie Gelenkbus, genau. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe einen Hänger hinten dran. Du hast jetzt nicht, dass irgendwas ruckt oder zuppelt, sondern das ist einfach so, das schiebt. Das schiebt, das fährt, das geht geradeaus. Du hast die Autos vor dir. Es ist nicht, dass der Abstand größer, kleiner wird, sondern du fährst so flüssig mit. Du hast auch nicht so das Gefühl, du bist ein Verkehrshindernis. So immer am Anfang so diesen Ziehharmonika-Effekt. Alle fahren los, du kämpfst, dass du hinterherkommst. Genau. Und dann musst du schon wieder frühzeitig abbremsen, weil du ansonsten aufläufst. Ne? Richtig. Klar, jetzt bei der Beschleunigung ist er ein bisschen höher. Aber auch so vom Verbrauch her pendelt sich so irgendwann so bei 30 Kilowattstunden meistens ein. Jetzt ist er nur noch so bei 40. Ah, meistens immer so in der Mitte von so 35. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt über 35 denkst, dann kommst du ja mit dem Hänger, ich sag jetzt mal so im normalen Stadtmixverkehr, würdest du ja locker so deine 200 Kilometer kommen, oder? So im Schnitt 60-65 km/h Wind. Wir hatten vorhin mal Wind von vorne, Wind von der Seite, Wind von hinten. Klar hast du alles so ein bisschen, du kannst aber nie so genau berechnen, ob das jetzt so gleichmäßig ist. Ne? Genau. Aber trotzdem, 65 km/h Windböen, das macht sich schon bemerkbar im Verbrauch. Das macht ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Sturm ist, aber das macht sich natürlich bei so einem Kübel da hinten dran. Das macht sich auch bei dir im Auto, bei dir im Diesel bemerkbar, oder? Das macht sich auch beim Diesel bemerkbar. Da hat man ja auch dann genauso diese Windlast, die eigentlich auf den Hänger drückt und ihn ja eigentlich immer wieder zwingt anzuhalten. Mhm. Und das musst du ja alles erstmal versuchen, irgendwie nach vorne zu kriegen. Und da hast du tatsächlich, das merkst du auch hier jetzt,
das Auto spricht absolut drauf an. Also du hast keinen Unterschied. Du hörst es wieder nicht. Also wir sind wieder an dem Punkt, ne, dass es komplett geräuschlos an dir vorbeigeht. Du meinst, wenn jetzt so eine Böe plötzlich von vorne kommt, genau, dass dann irgendwie die Drehzahl runtergeht und du merkst, dein Auto wird abgebremst, sondern genau, du lässt den Tempomat durchlaufen und der geht einfach, ist richtig, ihm egal. Er geht gleichmäßig nach vorne. Der geht gleichmäßig nach vorne. Du hast immer die gleiche Geschwindigkeit. Du siehst halt nur, dass irgendwas anders ist, wenn du dir dann die Kilowattstunden anguckst, die dir am Verbrauch angezeigt werden. Aber grundsätzlich spürst du das im Auto eher wenig. Wir sind jetzt 100 Kilometer auf der Autobahn gefahren und haben jetzt einen Verbrauch von 51 Kilowattstunden, also 0,2 Kilowattstunden mehr. Denk mal, ist im Bereich der üblichen Toleranzen, oder? Genau. Denn wir haben zuvor gebraucht 50,8 Kilowattstunden rein über Land. Und man sieht schon, wo man eigentlich denkt, naja, über Land, da fährst du auch häufiger mal langsam und sowas. Und du kannst ja rekuperieren. Aber durch dieses immer wieder hochbeschleunigen und du kannst ja niemals so viel Energie zurück rekuperieren, wie du zum Beschleunigen gebraucht hast, nimmt sich das eigentlich nichts mit der konstanten Autobahnfahrt. Ne? Zumindest in diesem Fall mit solch einem Anhänger jetzt. Genau. Ja. Wir haben jetzt beide Werte logischerweise gemittelt. Also insgesamt sind die 200 Kilometer 50% Überland, 50% Autobahn ergeben einen Durchschnittsverbrauch von 50,9 Kilowattstunden. Das bedeutet, bei 77 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität, wie in diesem Wagen, könnte man von 100 bis 0% 150 Kilometer fahren. Und hier nochmal der Hinweis, dass mit einem Wohnanhänger oder auch im Sommer oder bei milderen Temperaturen, wenn kein Gegenwind ist und. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Da werdet ihr durchaus mit dem Enyaq noch mehr schaffen. Das war jetzt wirklich ein Extremtest, weil es ist arschkalt. Es ist windig mit 65 km/h, der irgendwie gefühlt immer von vorne kam. Genau. Und es ist, und der Anhänger. Ihr seht ihn, da steht er, ist halt echt eine Schrankwand. Genau, also im Grunde genommen kann man sagen, es geht kaum schlimmer. Deshalb können die Werte definitiv nur besser werden. Was ist so dein Fazit? Vor allem, du bist das allererste Mal Elektroauto gefahren, ne? Ich bin das erste Mal Elektroauto gefahren, genau. Und gleich mit Anhänger. Gleich mit Anhänger, genau. gleich die vollen. Wenn, dann richtig, ne? Ja. Und mein Fazit, also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte absolut gar keine Berührungspunkte vorher gehabt mit einem Elektroauto. Ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit so einem Elektroauto und so einem Hänger so weit kommt. Ich kann für mich feststellen, dass die Alternative, wenn die elektrische Lademöglichkeit hier in Brandenburg sich noch verbessert und wenn die Situation von den Preisen moderat ist, dass man sagen kann, man kann sich das auch leisten. Also das muss dann halt auch einfach alltagstauglich sein. Ne? Also es sollte kein Auto sein, was ich mir kaufe, damit ich es in die Garage stelle, weil das ist ja kein Vitrinenobjekt, das ist ja schon ein Auto, was ich nutzen will. Und wie wir heute schon mal gesagt haben, ich habe 70.000 Kilometer im Jahr, also da ist für das Auto auch Leistung da und die muss bezahlbar sein. Und wenn die Alternative preislich für mich attraktiv ist, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Und mein komplettes Gewerbe kann ich damit auch ausüben. Ich komme beim Radius, die 50 Kilometer, die ich als Auslieferung noch anbiete, die kann ich definitiv damit abdeckeln. Brauche keine Angst haben, dass ich irgendwo stehen bleibe und muss sagen, doch, absolut geil und auch so vom Fahrgefühl her. Wir laden jetzt wieder bis 80%, dann bringen wir den Hänger zu dir nach Hause zurück und dann darf ich wieder nach Berlin juckeln. Genau. Und wenn ich mal wieder ein Auto habe, was einen Haken hinten dran hat, dann melde ich mich mal wieder auf jeden Fall, oder? Genau, so machen wir das. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und was mich auch interessieren würde, habt ihr vielleicht ein Elektroauto mit Haken hinten dran? Bewegt ihr regelmäßig einen Anhänger? Schreibt mir gerne unten rein, wie weit kommt ihr mit euren Anhänger? Wie viel wiegt euer Anhänger? Würde mich wirklich interessieren, damit man mal so einen Vergleich ziehen kann. Ne? Ja, wie gesagt, ich hoffe, unser Extremtest hat euch gefallen. Nein, an alle Hater da draußen, wir sind nicht liegen geblieben, wir sind nicht verhungert, wir sind nicht verdurstet oder erfroren. Und erstaunlicherweise habe ich, mir war das immer egal, wie du fährst. Wir kennen uns ja schon viele Jahre und für mich war immer klar, so, du lebst draußen in Brandenburg im Flächenland und
ja, wenn du Interesse hast, dann kommst du irgendwann. Und ich hätte nicht gedacht, dass dich dieser Tag so flasht. Diese 200 Kilometer mit dem Auto. Und erfreut mich selber natürlich, dass das dich so geflasht hat. Ne? Gute Frage. Also dann, denkt dran, gebt uns einen Daumen nach oben. Daumen nach unten ist keine Option für uns. Ja, und wenn ihr irgendwie einen Hasskommentar schreiben wollt, lastet, zieht weiter. In diesem Sinne sage ich Dankeschön, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Und ja, Abo nicht vergessen. Oh.